Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder bei eurem Chris Moore, bei einem Race-Log mit Red Out. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Moment, ich muss mal... So, das war Stuhl. Ich freue mich, dass ihr mal wieder live dabei seid. Also, naja, ich bin live dabei, denn diesmal ist es mal wieder eine Aufnahme, ein Let's Play, würde man sagen. Weil ich einfach mal Bock hatte, euch mal ein bisschen mehr über das Spiel zu berichten. Denn ich habe gemerkt, dass Nachkommentieren, das Problem ist immer, man lässt sich zu wenig Zeit zwischen den Rennen und ich will ja nicht immer in die Rennen quatschen. Und so sieht's aus. Beim letzten Mal, in dem letzten Video, habe ich das schwere Hyperantrieb-Massaker gespielt. Das besteht, glaube ich, aus 2 Arena-Rennen und 2 Last Man Standing, also Knockout-Rennen. Das Ding ist, man darf halt immer nur einmal sterben. Und das waren die Lavastrecken und da gab es viele Schanzen. Und viele Bots sind da auch krepiert. Naja, die letzte Folge muss man sich nicht ansehen, kann man aber, weil wie gesagt, es sind so viele Bots krepiert, gerade auf der ersten Strecke, dass ich meistens nur allein die letzten 3 Runden gefahren bin. Und das war ein bisschen uncool. Ja, was machen wir heute Schönes? Wir sind jetzt auf Klasse 4 und ich würde sagen, wir machen ein Solar Red Out Racing League Ausdauerrennen für Events. Das geht anscheinend diesmal durch alle Welten. Und, oh ja, das ist ja das letzte Rennen. Soll ich das letzte Rennen machen oder soll ich lieber noch das hier machen? Könnte man auch. Sieht mega interessant aus. Vulcano, alle Strecken. Ich finde, das ist gut, wenn wir das vorziehen. Und dann können wir immer noch das letzte machen. Was schon wie das letzte Rennen aussieht. Tatsächlich so das allerletzte. Ja, das ist ein Bossrennen. Also ist es wahrscheinlich ein Ausdauerding, wie wir es immer kennen. Und da möchte ich natürlich gerne, also den AP haben wir schon. Einen verbesserten Propeller. Und da mir die Gegner wahrscheinlich auch im Nacken sitzen, nehmen wir natürlich meinen geliebten Energieentzug. Und jetzt brauchen wir noch eine schöne Farbe, die auffällt. Ich glaube, die jetzt eher nicht so. Lila muss ich nicht haben. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mir mehr Farben wünsche? Wahrscheinlich. Wir nehmen mal die hier, weil das sowieso meine Lieblings... Sula AG Racing ist sowieso mein Lieblingsding irgendwie. Vielleicht weil es Podracer sind, vielleicht weil. Ja, weiß ich nicht, weil das die größten und fettesten Düsen sind. Also, ja, 2 so. Gut, wir machen jetzt das Bossrennen. Ich konzentriere mich ein bisschen, aber ich bleibe am Mikrofon. Wie gesagt, kein gewöhnliches Racelog heute. Es steht nur unter dem Namen, weil ich alles von Red Out unter dem Namen habe. Vielleicht ändere ich das noch. Naja. Auf geht's in die schnellsten Runden. Ich habe ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal habe ich eine neue Rekordzeit für mich aufgestellt. Ich glaube über 1600 km/h noch was. Mal gucken, ob wir es nochmal toppen können. Wahrscheinlich müsste ich dafür, da muss ich mir wahrscheinlich mal ein einzelnes Rennen aussuchen. Aber 3, 2, mal abwarten. 1, jetzt bin ich mal gespannt. Go. 2 Runden, endlos langer. Und das ist mein erstes Rennen nach dem letzten wieder. Ich lasse sowieso im Moment kaum ein Rennen aus, was gut gelaufen ist. Oh yeah! Wuhu! Oh fuck, ist das schnell. Also langsam muss ich auch zugeben, habe ich die Vulkanstrecken ein bisschen satt. Es könnten mal wieder mehr die anderen dabei sein. Ägypten oder sowas. Fand ich nämlich auch richtig cool. Okay, jetzt geht's sozusagen in die nächste Strecke. Bei SSAL-Rennen sind die Strecken gespickt mit mit Teleportern zu den nächsten Strecken, weil man fährt ja im Grunde alle Strecken nur hintereinander weg.
Yeah. Oh, fuck. Oh, nicht das. Langsam. Ich war natürlich auf der falschen Seite, wie das immer so läuft. Yeah. Kenn ich das Ding? No! Aber zum Glück ist er relativ leicht. Das verraten jedenfalls einige Kommentare und wahrscheinlich schon meine Platin Awards, die ich auf dieser Strecke sehr früh erreicht habe. Oh ja. Yeah. Wow. Na, da ist ja wieder der dritte. Ich bin nicht so langsam. Ich hole auch nochmal ein paar auf. Mir spart nur, ich hätte vielleicht die versteckte Höhle nehmen sollen. Statt so auf Speed zu setzen. Was? Da ging's noch raus? Mal ein bisschen Turbo. Fuck, Alter. Tanken, wollte ich sagen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses als Racelog getarnte Let's Play zu nutzen, um mal ein bisschen über das Spiel zu erzählen, wie ich es jetzt so erlebt habe. Also erstmal guck mal, wie ich das so hinkriege. Ich habe Angst, dass ich hier verliere. Ich wollte euch doch ein gutes Rennen abliefern. Oh Mann, war das knapp. Scheiße. Ich kenne die Strecke halt noch nicht so, wie sie jetzt ist. Das ist ein bisschen fies. Nicht mal die Bremse wirkt genug, um gegen diese Schläge anzukommen. Oh. Jetzt wünsche ich mir doch ein anderes Schiff. Naja, es wird wahrscheinlich auch die Stelle geben, wo die Bots andauernd gegenkrachen. Yeah, weiter Sprung aller Zeiten, 3,4 Kilometer. Ja, ich wollte erzählen, wie ich das Spiel jetzt so fand. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, der Soundtrack scheint zum ersten immer derselbe zu sein. Alter, ich lose ja voll ab. Aber die Bots auch. Ich mache mich gerade hier richtig zur Schnecke. Und ihr mich wahrscheinlich zur Sau, so wie ich fahre. Oh Mann, ist das geil. Ich glaube, gerade das Rennen werde ich nochmal fürs Racelog so aufnehmen. Mit einer geileren Zeit. Ja, also wie gesagt, die Musik leider ein bisschen eintönig. Aber dadurch, dass es dynamische Musik ist, das heißt, sie passt sich der Geschwindigkeit oder der Strecke an. Ich weiß nicht, ob die da als Trigger in die Strecke eingebaut haben oder sonst wie. Jedenfalls machen sie es eigentlich ganz gut. Ja, das zur Musik. Was auffällt und wahrscheinlich schon im letzten Racelog stark aufgefallen ist, auf Klasse 4 fangen die Bots an, bei der Geschwindigkeit zu straucheln und üble Fehler zu machen. Und können anscheinend ihre Flugbahn nicht mehr richtig einschätzen und schießen sich haufenweise von der Strecke. Gerade natürlich ungünstig, wenn es sich um so Arena-Rennen oder Insta-Gib-Rennen handelt. 5 Minuten, ach du Scheiße. Ab in die Hölle! Yeah! Ja. Wie gesagt, die schießen sich halt ein bisschen ab. Schiffe, hat man das Gefühl, sind alle unterschiedlich. Wobei ich sagen muss, dass ich noch 2, 3 Firmen ein bisschen mehr ausprobieren muss. Gebe ich zu. Aber wird schon. Ich werde auch nochmal versuchen, dass ich ein bisschen mehr spiele. Vielleicht tue ich sogar noch in dieser Aufnahme mehr feststellen. Wegen der Sache, wegen der Technik, mit dem Daumen, mit der
Kontrolle der Sticks. Man steuert ja zwei Sticks zur zur Lenkung. In der Luft und auf dem Boden. Also, ja, eigentlich immer in der Luft, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja einmal... Na, oh, gerade so, Alter. Geschafft habe ich's. Das war mit dem zweiten Stick, sonst hätte ich diese runden Tunnel nicht überlebt. Weil da muss man ganz sacht lenken, sonst fliegt man unkontrolliert links oder rechts rum im Kreis. Das ist ganz schön schwer. Ja, die Sache mit den Daumen ist nun mal so, dass wenn man beiden Sticks ungefähr dasselbe macht, gibt man dem Rechten mehr Priorität, weil man sich darauf leichter konzentrieren kann, glaube ich. Und das Problem habe ich nach wie vor ein bisschen. Es hat sich noch nicht wirklich gebessert, also trainiert. Vielleicht muss ich das Spiel einfach noch mehr spielen. Das kommt wahrscheinlich auch noch, wenn ich das Ding mal endlich im Multiplayer anfange. Was natürlich wahrscheinlich auch ein super Spaß ist. Und ich werde, kleine Ankündigung, ich werde mit Drake Zero auch mal ein Ründchen zocken am selben PC. Alter, war es geil gerade. Am selben Computer wollen wir mal das Ding... Wow, fuck. Wollen wir mal das Ding hier rushen. Und das sollt ihr natürlich mitbekommen. Oh ja. Und immer versuche ich da links reinzufahren. Ich weiß nicht wieso. Komm schon, ja. Autsch. Gut, dass das Ding halbwegs stabil ist. Ich weiß auch schon, warum ich das Schiff genommen habe. Ich sage auch immer, also was mir voll aufgefallen ist, ich sage immer, ja, das Schiff ist cool, ich bin ja gut durchgekommen mit. Aber ich sollte eigentlich mal davon labern, wie das Schiff tatsächlich ist. Also ich finde, das Schiff ist ein guter Allrounder. Ein bisschen schneller als die anderen, die ich sonst fliege. Also von Azera und Alter, ja, 3,53 Kilometer. Wieder weitester Sprung. Ich habe da gerade Spaß dran. Tut mir leid, ich muss das jetzt unterbrechen. Ja, und Azera und wie heißen denn jetzt die anderen? Irgendwas mit Sonne oder Mond war es, glaube ich. Ja, irgendwie so. Das war auch weit, nur leider verfehlt. Anscheinend kriegen wir nur Bronze. Ich sehe die Viecher nämlich nicht mehr. Meine Gegner, ich bin einfach so schlecht gefahren. Die Strecke ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller. Sonst bin ich immer gut durch die SSAL-Events durchgekommen. Und durch Lava, durch die Volcano-Events auch. Aber hier in der SSAL geht es auf einmal ganz schön heftig zu. Oh, jetzt habe ich falsch überlegt. Es kommt dadurch, dass die Strecken mixen. Yeah. Oh, Rennen beendet. Die waren schnell. Wow. Ja, die anderen beiden Firmen, was soll ich sagen? Da bin ich einmal die Raketen geflogen eine Weile. Das waren die Azera-Schiffe. Die waren etwas langsamer, das hat man auch gemerkt, wenn es Ausdauerrennen waren, also wo man schön draufballern konnte. Mit Speed rüberballern konnte. Naja. Sind halt etwas langsamer und das nervt ein bisschen.
Oh, nimm Gold ins Visier. Fahre mit ESA AGR und gewinne eine Goldmedaille bei dem nächsten Event. Belohnung $70.000. Das klingt natürlich super. Sollte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Einschränkung, du kannst kein anderes Team auswählen. Dragoon, die habe ich, glaube ich, in dem letzten Racelog freigeschaltet. Hat auch eine super Beschleunigung und eine tolle Höchstgeschwindigkeit. Kann ich eigentlich auch mal mehr nehmen. Ach ja, die genau, die haben wir auch gern gefahren. Aber die finde ich, die sind schon sehr störrisch. Die sind, haben eine tolle Beschleunigung, einen tollen Grip. Aber irgendwie sind sie doch sehr schwerfällig. Ich weiß nicht wieso. Das ist ein bisschen komisch. Der hier hat einen vollen Energiepool und eine volle Aufladegeschwindigkeit. Muss ich mir mal merken, aber naja. Ja, genau. Ach ja, genau, die Asea meine ich ja, die sind etwas langsamer, obwohl es so Düsentriebwerke sind. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Finde ich. Ja, die sind wir irgendwie gar nicht geflogen. Muss ich vielleicht mal für meine verhassten, diese Rennen, die ich immer so hasse, diese Survival-Rennen, wo man so Minen ausweichen muss. Oh, die finde ich fies. Ja. Jetzt sehe ich gerade, ich bin wohl nur zwei Firmen so gut wie gar nicht geflogen. Naja. Ja, jetzt müssen wir also mit dem los. Der ist jetzt ein bisschen schwach in Höchstgeschwindigkeit, hat aber gut Grip und naja, den Rest eigentlich auch. Konstruktion ist auch okay. Ich guck mal, wie der so steht. Auch eigentlich ganz gut. Damit sollte ich durchkommen. Dann kann ich da eigentlich auch den AP reinhauen, was ich einfach sehr gerne tue, um die maximale Energie rauszubekommen. Wir haben eben ja das Boss-Event, Boss-Event Volcano SR, Herausforderung, Solar Red Art Racing League. Ja, Überleben, hasse ich, habe ich schon gesagt. Haben wir noch was Schönes eigentlich? Ein Turnier auf Klasse 4 noch, natürlich. Ja, Red Race Trail. Ich würde sagen, wir machen mal das Turnier. Ich weiß allerdings mal wieder nicht, was das für Symbole sein sollen. Anscheinend ein Rennen, wenn ich mir jetzt das Symbol bei der Strecke angucke, da steht. Habe ich einen Mauszeiger? Nee, leider nicht. Aber ihr seht, da steht auf der rechten Seite Thunderbolt Test Rennen. Dann steht da drunter Rennen, 4 Runden. Und links ist ein Symbol. Und die schreiben in der Beschreibung ja nicht, wenn das ein Turnier ist, welche Art von Rennen das sind. Was mich bei Hyperantrieb Mastercard ein bisschen geärgert hat, weil dann stand ich halt auf einmal ein Arena-Rennen entgegen und kein normalen Rennen.